Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die hier in meiner wirklich gut ausgestatteten Hütte. Und wir sind erst bei Tag 9, haben schon 20 Folgen intus, also ich vermute mal, wir werden nicht mehr als 20 Tage schaffen in dieser Staffel, aber wenn ihr beim übernächsten Mal wieder 7 Days to Die wählt, kommt natürlich wieder 7 Days to Die. Das heißt, wenn ihr 7 Days to Die sehen wollt, dann joint auf meinen Discord und da könnt ihr dann beim übernächsten Mal wieder abstimmen, dass es kommt. Und mal gucken, was beim nächsten Mal kommt. Also, ich werde mal wieder etwas reinwerfen in die Runde und ihr könnt euch dann den Rest aussuchen. Es sind halt immer, wie viele Spiele sind das? Fünf, glaube ich. Hier? Fünf Spiele, glaube ich, die ich rausrufe. Vier von euch. Auf jeden Fall sind vier oder drei sind von euch und eins ist immer von mir. Oh, wir sind 12 schon. Nice. Das heißt, wenn ihr auch mal was entscheiden wollt, kommt auf mein Discord. Bald geht das hier schon wieder los mit dem Entscheiden. Noch knapp 30 Folgen und dann haben wir's. Ja, mal gucken, wie weit ich noch kommen werde, wie oft ich sterben werde, ob ich irgendwo meine Hütte aufgeben muss, ob in der zweiten Staffel ich von vorne anfangen muss. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, von vorne muss ich nie anfangen. Ich kann ja einfach woanders hingehen und woanders siedeln, oder? Obwohl die Wellen werden wahrscheinlich immer stärker. Nehme ich stark an. Das kann noch alles kaputt machen. So, ich würde das hier gerne reparieren. Sehr schön. Dann reparieren wir auch gleich den Hammer. Rezepte. Oh, Werkbank, okay. Sobald wir den ausgenudelt haben, können wir den für die Werkbank benutzen. Das ist doch eine schöne Sache. Gut, wir wollen das Dach heute bauen. Ich finde meine Tür nicht. Achso. Wenn ich selbst meine Tür nicht finde, was sollen denn die Zombies machen? Also gut. Folgendes werden wir machen. Wir werden noch eine Runde höher bauen. Das heißt, wir nehmen Holz. Holz. Und machen wir eine Schräge. Und. Ach, ich bin voll, ne? Wildbret und so weiter kann erstmal rein. Messing, Benzinfass, Snowberry später zum Essen. Ja, wir haben mal ordentlich Essen bekommen und alles, ne? Also, ich bin schon recht stolz drauf, was wir jetzt hier haben. So. Das ist falsch. Wie ziehe ich aus meinem Zuhause? Hä? Holzrahmen, ja, aber bevor ich das jetzt mache. Was? Wo ist denn das? Rampe. Holzrahmen. 200 werden wir nicht brauchen. Wir brauchen. Ich gebe einfach mal 100 ein. Das wird schon irgendwie passen. So. Okli-dokli, dann. Ich glaube, selbst 100 ist zu viel. Aber vielleicht gehe ich einfach zwei nach oben. Wer weiß. Oder ich baue mir noch eine Brücke. Das könnte ich machen. Ein zweites Gebäude. Das irgendwie absichern in der Luft. Falls das geht. Wenn nicht, bricht das halt zusammen. Weil es jetzt auch nicht so wild ist. So. Ich kann zwar jetzt nicht mehr auf die Zombies unten draufschlagen, aber wir haben eigentlich mehr als genug Pfeile, um da den Dicken markieren zu können, ne? So, ja, gehen wir eigentlich noch. Soll ich noch einen hochgehen? Komm, wir gehen noch einen hoch. Zur Not kann ich mich halt hochflüchten, 50.000 Türen, Metalltüren bauen, damit sie da nicht durchkommen und ich mich dann verschanzen kann. So ein langer Flur mit Metalltüren in der Luft, wo sie mich nicht bekommen.
Das wär's doch. Manchmal klappt das nicht. So. Gut, werten wir erstmal das auf. Ich meine, einmal reicht hier komplett aus, ne? Müssen wir keinen Stress haben. Level 30. Rohrwerkzeuge. Es zählt auf jeden Fall nicht als Bergbau. Aber später, wenn wir Bergbau haben. Wir könnten das theoretisch als Fenster nutzen oder so, keine Ahnung. Okay, habe ich echt kein Holz mehr. Ja gut, fällen wir noch einen Baum. Hallo Zombie-Horde. Ich gehe mal wieder rein, ja? Shit. Oh, ich muss noch eine Rampe bauen, ne? Ach ja, ich habe ja kein Holz. Ach, ist das nicht schön, wenn so eine Horde Zombies an dir vorbeiläuft. Finde ich auch. Es wird langsam dunkel, ne? Das ist jetzt übrigens ein sehr schlechter Zeitpunkt, um dunkel zu werden. Muss ich schon sagen. Ich frage mich, ob sie in 20 Sekunden auf mein Haus zustürmen. Und alles kaputt geht und alles für den Arsch ist. Man weiß es nicht. Immer schön die Zombies beachten, ne? Nicht aus den Augen verlieren, Freunde. Ich frage mich, ob ich unter der Erde auch anpflanzen kann. Müsste ja theoretisch gehen, ne? Ich dachte, die laufen in meine Richtung. Ich habe schon Panik bekommen. Okay. Zu Hause fühle ich mich echt sicher, muss ich sagen. So, Holzrampe. So, zack. Gut, bauen wir das Dach auf. Dann werde ich auf jeden Fall auch noch einen Boden einrichten und alles, also. Wir werden hier nicht wie die letzten Penner leben. Fällt mir hier so eine kleine Luxusbude, glaube ich, hinsetzen. Ah, oh, das wird schön, Freunde. Ab jetzt ist es nur noch chillen, weil ich meine, im Endeffekt, was soll schief laufen? Eigentlich nichts. Wir sind komplett safe. Meine Bude ist Zombie gesichert. Kann kommen, was will. Okay, so lassen wir das. Gut, ich habe wahrscheinlich nicht genug Holz, um das Ganze aufzuwerten. Ich weiß auch nicht, ob ich mich raustrauen soll, um Bäume zu fällen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist mir so ein, ja, so ein kleines Areal einzäunen, wo ich Bäume pflanze. Guck mal, wie sicher das ist. Bin hier oben, ich sehe alles und niemand kann mir etwas antun. Niemand kann mich töten. Okay, ich meine, wenn wir hier sterben, hole ich mein Zeug morgens wieder.
So eine Baumfällaktion ist bestimmt auch schön laut, ne? Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Nein, nein, nein. Keine Sorge, ich schaue mich nur um. Ich glaube, eigentlich ist es auch recht safe. Ich werde wahrscheinlich hier irgendwo noch ein paar Fackeln für mich platzieren, um das Ganze ein bisschen heller zu machen in der Umgebung. Vielleicht so eine kleine Hütte abseits, wo die Zombies dann einreißen dürfen, wenn sie möchten. Wenn sie Spaß dabei haben. Einfach so eine Ablenkungshütte, wo mein Schlafsack da drin ist. Damit sie denken, oh, der wohnt da bestimmt. Level up. Nice. Ich glaube ja, dass so die Feuerwehraxt, die ich jetzt habe, die Eisenaxt, eher was für Türen eintrümmern gut ist. Und nicht dafür. Ich weiß, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Aber so fühle ich mich wohl. Ich hätte etwas gesehen. Gut. Gehen wir rein. Ich glaube, ich habe erstmal genug Holz. Lasst mich am Leben. Danke. Hörst du, ja. Sehr schön. So, guckt euch das an. Sehr schön, hier kommt dann der Boden rein. Mach ich dich mal kaputt. Was war diese schreckliche Musik die ganze Zeit? Und das Licht ist auch nicht mehr da. Okay. So, holen wir die Fackeln raus. Wo sind meine Fackeln? Aufbewahrungstruhe. Ich dachte schon, da stand Nahrungstruhe. Fackel, Fackel, Fackel. Oh, ich hatte ja noch 13 Holzrahmen drin. Oh, die kann ich auch noch verwenden. So ist das ja nicht. So, endlich ein normaler Boden. Ich finde es schön, auf was da die Truhe steht. Gar nichts. Schade, dass man die Truhe nicht umplatzieren kann. Ein Lagerfeuer habe ich sowieso noch als Ersatz. Also ich sehe das jetzt nicht so ernst, dass ich das Lagerfeuer abreißen muss. So haben wir zumindest schon mal einen ordentlichen Boden. Guckt es euch an. Endlich. Nach all der Zeit. Dann geht's dann ab da in den Keller. Sehr schön. So soll's sein. Guck mal kurz raus. Das ist eigentlich safe nachts, ne? Ich meine, kann gut sein, dass sich mein Zombie verirrt und auf mich zuläuft. Ja, aber so tragisch ist das jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme die rüber ein. Gut, ab in den Keller. So. Oh, Clay ist auch gleich schon verarbeitet. Sehr schön. Dann können wir das nächste Zeug holen. So, wir haben noch zum Verarbeiten. Pistolenlauf? Nein. Benzintank? Wollen wir den mal reintun? Oder die explosiven Kisten? Halt, Moment. Fackeln brauche ich. Die Brille auseinanderbauen. Maple Seed, was auch immer das ist. Angelblei. Das kann weg. Knochenklinge haben wir noch.
Wo ist jetzt das Messing? Ich werde, glaube ich, als nächstes Truhen bauen und alles ordentlich einräumen. Ganz ehrlich, das ist hier ein bisschen zu doof. Ah, Mechanical Parts haben wir doch. Sieh mal einer, guck. Das Lagerfeuer werde ich brauchen. Ich habe da noch Essen ohne Ende. Aber wo habe ich das? Ja, da ist das Messing. Gewunden. Gut, Messing und... Endlich kann ich Stein auch reintun, ne? Ja. Steine kann ich auch reintun. Nehmen wir zuerst das Eisen. Das Eisen muss komplett weg. Dann können wir uns nämlich noch ein bisschen davon herstellen, ja? Richtig klasse. Gut. Da Blei. So, sehr schön. Dann nehmen wir Le Fackel und machen es uns zu Hause richtig schön gemütlich. Indem ich da mal eine hinpacke und da mal und da halt. Die nehmen wir mal wieder mit. Nee, ich will sie nicht da oben haben. Ich will sie da haben. Ganz genau. So soll das sein. Muss man nicht checken. So, das ist kaputt. Holzrahmen haben wir gesetzt, ne? Ich brauche jetzt noch so um und bei 10 vielleicht. Guck mal, wie schön gemütlich es zu Hause ist. Vielleicht als nächstes eine Armbrust. Was sagt ihr? Armbrust? Klingt das gut? Mal jemand ordentlich die Fresse polieren mit der Armbrust? Ne, Werkbank, Werkbank. Wir brauchen unbedingt die Werkbank. Da muss ich mich auch langsam an den Armbrust setzen, den ich auseinandergebaut habe, dummerweise. Aber naja. Ist halt so, Freunde. Ist halt so. So. Mein neues Zuhause. Das war kacke. Denn... Ja. Das muss wieder weg. Da kommt nämlich eine Rampe hin nach unten. Dann geht das nämlich auch alles weg. Dann bauen wir hier Rampen hin nach unten. Ich weiß, ich könnte Treppen bauen. Ich finde Rampen aber cooler. Stellt euch vor, jemand beißt mir ins Bein und ich muss mein Bein abhacken. Dann habe ich nämlich eine Rampe, wo ich dann hochkriechen kann oder mit dem Rollstuhl hochfahren kann. Das ist optimal. Oh, das ist mein Magen. Ich habe meinen Magen verstehen gelernt, ja? Ha? Ich weiß jetzt, wie mein Magen klingt. Okay, du bleibst so. So, okay. Und hier kommen die letzten vier hin. Ja, die Aufbewahrungskiste bleibt erstmal da. What soll's? Und dann mache ich eine Rampe. Rampe. Brauche ich vier Stück von. 45. So, sehr schön. Kannst du natürlich aufwerten. Ich kann. So. So, das Schöne ist, wenn jetzt die Kriecher kommen, landen sie halt beim Boden und kommen nicht rein. Es sei denn, sie gehen da auf diese Stelle, dann kommen sie natürlich rein. Aber insofern die es nicht tun, werden sie erstmal hier drauf stoßen und sich da dran durchbeißen müssen, ne? Diese komischen Spinnviecher. War das Licht da schon immer? Ich glaube, da kam das Licht her. Na gut. Wieder ein Fall gelöst. Dr. Professor Zero löst Fälle.
Ah, guck mal, wie schön das ist. Ah, ich fühle mich jetzt schon sicherer. Und hier habe ich auch eine doppelte Mauer, wenn sie von der Seite kommen. Wobei ich hier ein bisschen weniger Mauer habe, wenn sie von der Seite kommen. Aber egal. Vor- und Nachteile, ne? Sehr schön. Gut, dann begebe ich mich mal nicht nach unten. Nein, 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 noch nicht. Ich muss meinen Schlafsack aufstellen. Pack ich da jetzt mal hin. So, das Lagerfeuer kommt dann hier nach oben. Lagerfeuer, so. Stimmt, Fackeln muss ich auch noch platzieren. Okay. Tun wir einfach mal so, als würde es funktionieren. So, die restlichen Dinger, die werde ich zerlegen. Das Lagerfeuer nehmen. Packen wir erstmal das Lagerfeuer dahin. Wir können es jederzeit umändern, ne? Sehr schön. Und dann haben wir hier halt unsere kuschelige Schlafecke, wo wir dann hier auch irgendwo noch eine Werkbank hinpacken. Hier wahrscheinlich hin, ne? Apropos Werkbank, Werkbank. Was fehlt mir denn noch? Wir haben Mechanical Parts, brauche ich 20 Stück. Gut. Wo ist denn bitte sehr schön? Oh, das nehme ich mit. Hier haben wir noch Blei. Aus am See. Ich hab einfach keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Kaffeebohnen. Dich baue ich auseinander, dich baue ich auseinander, dich baue ich auseinander. Ups. Was ist denn D? Weird, ach so. Ups. Habe ich angezogen. Muskelshirt. Ja. Sonstiges Handwerksmeister. Möbel sind eine schöne Dekoration, aber sie haben gewöhnlich einen niedrigen Verteidigungswert. Und? Und eine kleine Pflanze? Habe ich dann hier in die Ecke? Oh, und damit niemand sieht, dass ich da eine Kiste habe. So, aus dekorativen Zwecken hier nochmal eine Pflanze hin. Sehr schön. Guck mal, wie schön das zu Hause ist. So ist doch cool. Gut, die Töpfe packen wir wieder rein. Wie viel Holz habe ich hier am Start? Oh gut, das reicht eigentlich so. Was kann mir jetzt noch passieren, Freunde? Nix. Ich brauche den Schraubenschlüssel. Ich muss weitermachen. Nägel, Schuhe, zerlegen. Was bekomme ich dafür denn? Ich bekomme Eisen aus Reifen? Okay. Warum nicht? Nägel werden für Möbel, größere Kästen und als Munition für Nagelpistolen verwendet. Okay, dann behalten wir die Nägel. Keine Ahnung, was mit dem Schraubenschlüssel passiert ist. Ist der verschwunden? Oder sag ich, das wäre das hier. Use the wire tool to wire electrical components. See journal. Ich glaube, das hier habe ich für einen Schraubenzieher gehalten. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, Eisenschaufel nehme ich mit. Jagdgewehrteile. So, die brauche ich für kalte Tage. Dich brauche ich auseinander, dich brauche ich auseinander. Magnum-Teile. Ja, wie es aussieht, habe ich mich echt vertan. Ich hatte wohl keinen Schraubenzieher. Ich habe das hier wahrscheinlich für einen Schraubenzieher gehalten. Es sieht ja auch ähnlich aus, ne? Egal. So, wir haben es gleich 4 Uhr morgens. Wir können rausgehen und wir werden auf jeden Fall ein bisschen Eisen organisieren. Das ist nämlich das, was wir ganz, ganz dringend brauchen. Mehr von dem Zeug. Stimmt, ich wollte nachher gucken, wie man Metall macht, ne? Ich hab Hunger. Nee, ist ja gar kein Problem. Ich habe ja noch genug Essen in der Truhe.
So, es war in der Truhe, naja. Ne, 9% ist jetzt auch nicht viel. So, Eisen, Blei, Schossspitze, grober Schrott. Stahl, ne? Stahl, Stahl. Stahl, geschmiedeter Stahl. Was ist denn ein Crucible? Wie schreibt man das? Crucible da. Okay, geschmiedetes Eisen. Mechanical Parts habe ich tatsächlich. Kleiner Stein und Lehmklumpen. Brauchen 900. Okay. Warum nicht? Wir müssen Wasser organisieren, ne? Stimmt, da war etwas. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was. Aber zum Kochen wäre das schon ganz cool. Na schön. Gut. Schaufel. Holz. Wir holen uns Holz und machen uns mal eine ordentliche Schaufel. Diese Schaufel, die nehme ich mal auseinander. So bekomme ich 120 Iron. Das ist nicht schlecht. Können wir uns nämlich eine bessere für machen. So. 2 Minuten, cool. Ja, was soll's. So, ein bisschen Holz auf jeden Fall organisieren, dann auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Eisen werden wir jetzt ganz, ganz viel brauchen, weil ich will mir auch noch die Armbrust und alles machen. Und wir müssen auf jeden Fall noch Wire Tools besorgen. Arrow Tools, besser gesagt. Nur so viel. Vielleicht kann ich die auch selber herstellen. Müsste ich eigentlich können, ne? Hallo, du da hinten. Ich hoffe, du hast mich noch nicht gesehen. Ich will nämlich keinen Stress haben. Mit dir nicht und mit niemand anderen. Aber ob er wirklich Stress will, Freunde, das sehen wir wohl erst in der neuen Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Seo.